Der 7-Tage-Wert liegt in Stuttgart am Sonntag bei 55,8 pro 100.000 Einwohner. Die Stadt plant nun eine Reihe an Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Virus. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird innerhalb des Stuttgarter City-Rings verpflichtend werden. Eine Allgemeinverfügung soll die Orte und Regeln festlegen. Der Verkauf und der Konsum von Alkohol soll in der Stadt eingeschränkt werden. Wo das der Fall sein wird, steht noch nicht fest. Das Amt für öffentliche Ordnung bestimme derzeit die Plätze im Stadtgebiet. Von den neuen Regelungen sind konzessionierte Gastronomiebetriebe ausgenommen. Eine Sperrstunde für Gastronomiebetriebe werde momentan noch nicht verfolgt. Wenn der VfB Stuttgart am 23. Oktober zu Hause gegen den 1. FC Köln antritt, wird die Partie voraussichtlich ohne Publikum stattfinden. Zuschauer sind bei Fußballspielen vorübergehend nicht mehr zulässig. Um den morgendlichen Schulbeginn zu entflechten, sollen die höheren Klassen eine Stunde später mit dem Unterricht beginnen. So versuche man, das Gedränge in Bussen und Bahnen zu vermeiden. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat kürzlich das Verbot des Landes, das Rotlichtbetriebe untersagt hatte, gekippt. Diese können nun ab Montag auch in Stuttgart unter Auflagen wieder öffnen. Aufgrund der Überlastung des städtischen Gesundheitsamtes hat Oberbürgermeister Kuhn bereits am Freitag die Bundeswehr um Unterstützung gebeten. Die Truppe soll bei der Nachverfolgung von Infektionsketten helfen. Die Maßnahmen sollen für den Zeitraum des hohen Infektionsgeschehens gelten. Wenn alle Rechtsfragen, etwa die Höhe der Bußgelder, geklärt sind, sollen sie noch in dieser Woche in Kraft treten.